Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Social-Media-Agentur. In dem heutigen Video stellen wir euch eine neue Funktion von WhatsApp vor, mit der ihr den Messenger auf mehr als nur einem Gerät nutzen könnt. Wenn euch das Video gefällt, dann gebt uns einen Daumen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. WhatsApp ist der beliebteste und populärste Messenger-Dienst in Deutschland. Ob privat oder geschäftlich, fast jeder nutzt den Messenger, um einfach in Kontakt zu bleiben. Nun hat WhatsApp endlich ein Feature ausgerollt, auf das User schon sehr lange gewartet haben. Ab sofort könnt ihr WhatsApp nämlich mit mehreren Geräten gleichzeitig nutzen. Es soll sogar möglich sein, WhatsApp zu nutzen, wenn das Smartphone gar nicht mit dem Internet verbunden ist. Einen Messenger-Dienst-Account auf mehreren Geräten zu nutzen, ist für andere Messenger nicht ungewöhnlich. Ein solches Feature haben Messenger wie zum Beispiel Telegram schon lange. WhatsApp hatte allerdings niemals geplant, ein solches Feature einzuführen. Deswegen mussten sie jetzt extra den Code des Messengers komplett umschreiben. Wenn auch ihr die neue Multigerät-Unterstützung nutzen möchtet, dann müsst ihr das neueste Update aus dem Play oder App Store installieren. Nachdem ihr das erledigt habt, müsst ihr als nächstes in die Einstellungen wechseln und verknüpfte Geräte auswählen. Folgt nun den weiteren Schritten, um die Einrichtung abzuschließen. Solltet ihr nach der Einrichtung 14 Tage inaktiv bleiben, müsst ihr diese erneut durchführen. Im Moment könnt ihr nach der Einrichtung immer noch nur ein Smartphone pro WhatsApp-Nummer verwenden. Der Wunsch der User, eine WhatsApp-Nummer auf mehreren Handys zu nutzen, wurde von WhatsApp bisher noch nicht erfüllt. Falls ihr das neue Feature auf eurem Smartphone noch nicht seht, dann müsst ihr euch noch etwas gedulden. WhatsApp rollt das Feature nämlich gerade erst weltweit aus, was bedeutet, dass Millionen Geräte aktualisiert werden müssen. Was haltet ihr von dem neuen WhatsApp-Feature und welchen Messenger nutzt ihr täglich? Schreibt es uns doch mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Bei Fragen könnt ihr euch gerne direkt an die Experten von eBakery wenden. Viel Erfolg wünscht euch euer eBakery-Team.